Meine Lieben, wir sind jetzt bei über 500 Abonnenten und das heißt jetzt für mich, der Community-Tab ist endlich da und damit kann ich euch jetzt mit Texten und Umfragen zuballern. Und um diese Frage hier zu beantworten, wann gibt es das nächste Kommentar kommentieren? Jetzt, bei Mach's dir selbst. Jahu! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Ich sag vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, wir sind jetzt bei über 500 Abonnenten. Der Kanal wächst stetig und das dank euch. Und mir macht's auch wahnsinnig viel Spaß, euch der Cakewalk näher zu bringen. Und natürlich kommen da immer die ein oder anderen Fragen auf. Ich habe den Community-Tab natürlich gleich mal ausprobiert und ihr habt auch ganz, ganz schnell geantwortet. Zum Beispiel der Olli mit Ich war 262, mein erstes Abo nach Jahren. Ja, und was macht man jetzt damit? Ja, habe ich ja vorher schon erklärt. Für mich ist es wichtig, weil manchmal weiß ich echt nicht, was ich euch liefern soll an Inhalten. Und da ist dann so eine Umfrage für mich dann ganz praktisch. Wie gesagt, welche Richtung gehen wir? Gehen wir eher so in, keine Ahnung, wieder eher ein neues Tutorial oder über besondere Features, über Cakewalk. Hier mal kreativ sein. Auch Upper Austrian Gamers hat geschrieben, super, hast schon einen großen Schritt geschafft. Ja, tatsächlich einen großen Schritt für mich, ja. Der nächste ist an 1000. Ja, jetzt braucht man nur mit die 100, jetzt haben wir so Fame, jetzt können wir gleich in Tausendern rechnen. Ja, und die Judy Austria schreibt, ist doch klar, Bavaria Ösi Connection, ja. Auch euch hier nochmal vielen Dank. Übrigens, die Judy ist die Person, die damals diesen schicken Einhorn-Kopfhörer gewonnen hat. Money S, ich werde wohl jetzt bei Cakewalk bleiben. Ich bin zwar mit meinem Studio One 5 Artist nicht unzufrieden, aber dafür gibt's keine guten Tutorials. Mal sehen, wie ich mich entscheiden werde. Vielleicht mache ich auch mit beiden weiter. Ja, das ist immer dieser große Kampf bei allen MusikerInnen. Welche DAW nehme ich? Nehme ich jetzt die kostenlose oder nehme ich jetzt die für 100 Euro im Monat? Wie zum Beispiel Pro Tools. Ich kann mich immer nur wiederholen, ich arbeite seit 25 Jahren mit Cakewalk und habe es nicht bereut. Und da möchte ich natürlich kein irgendwelche Vorschriften machen, welche dir wie die beste für einen selber ist. Aber praktischerweise, wenn du mit Cakewalk arbeitest, findest du ja hier auf diesem Kanal die passenden Tutorials dazu. Und Manni schreibt auch noch, wow, endlich ein Tutorial zu Cakewalk bei Bandlab und sogar in Deutsch. Super, hab den Kanal gleich abonniert. Ich sag auch super, vielen lieben Dank. Und wenn ihr, die jetzt alle zusammen neu dabei sind, noch nicht mehr wissen, dass ich so Cakewalk-Tutorials habe, dann habe ich hier einen Link zur kompletten Playlist. Die deckt bestimmt wieder falsch. Aber weißt du, wo ich meine kabellosen Kopfhörer mit Cakewalk verbinde? Muss man gleich dazu sagen, dieses ganze Kabellos, ob es Bluetooth ist oder irgendeine proprietäre Übertragungsart, hat immer einen Nachteil. Du hast ein spürbares Delay drin, also Verzögerung, und es ist für Echtzeitaufnahmen komplett ungeeignet. Möchtest du es einfach nur so zum Arbeiten hernehmen, dann kannst du es natürlich mit Bluetooth machen. Dazu ist es wichtig, dass das Bluetooth-Gerät zuerst mit deinem Rechner verbunden ist. Du musst natürlich auch einen Bluetooth-Dongle haben. So, dann meldest du es hier an. Da gibt es auch hier auf YouTube einen Haufen gute Tutorials, wie man das macht. Und nachdem du es angemeldet hast und es in deinem Gerätemanager drin ist, dann kannst du es in Cakewalk dann auch hier unter den Voreinstellungen, unter Geräte, kannst du das dann auswählen. Aber achte drauf, du musst entweder Wasapi oder WDM-Modus haben. Ich kenne kein Bluetooth-Audio-Gerät, welches mit ASIO läuft. Nächstes Video, wie ich 500 Abonnenten bekommen habe, weil, obwohl ich bin, war positiv gemeint. Ja, fasse ich jetzt auch mal positiv auf. Ja, wie habe ich das gemacht? Da musste ich selber erst noch schauen. Masterlove, kannst du ein Video machen, wie man richtig aufnimmt, mit Spuren zusammenfügen, wäre super. Habe ich ja bereits gemacht und den Link dazu findet ihr hier und natürlich auch in der Beschreibung. Ich lasse ein Like da, weil ich dich mag. Das Thema an sich ist ja nicht meins. Gibt's was Neues von DistroKid? Lach. Durchgestrichen. Ja, liebe Darkbells, ich hab's ja schon drunter geschrieben. Mir fehlen so ein bisschen die Idee im Moment für DistroKid, weil es eigentlich so keine neuen Features gibt. Es sind immer die gleichen Features, aber der Weg dahin ist immer wieder anders. Und da ist es für mich dann immer, ja, ganz ehrlich, ich habe da echt null Bock drauf, weil ich mache ein Video, ich drehe es, ich schneide es und dann
schaust du noch mehr und dann schaust du auf DistroKid noch ein letztes Mal, ob auch alles passt und dann merkst, hey, nice Menü, hey, neue Struktur. Wisst's was? Dann hör nicht. Aber es kommt noch, versprochen. Hi Andy, danke für deine Tutorials. Jetzt habe ich wieder Hoffnung, dass ich endlich die richtige DAW für mich gefunden habe. Ja, das freut mich für dich. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, kannst du es jederzeit in die Kommentare schreiben oder mir auch ein paar Zeilen hinterlassen. An meine E-Mail zum Beispiel. Ja, und für alle, die sich fragen, wie schaut es eigentlich mit dem Song aus, wo wir gesagt haben, wir machen doch einen Song zusammen, da warte ich ja immer noch ein paar Einsendungen von euch. Ich habe schon was bekommen. Ja, unter anderem habe ich ja schon ein total geiles Saxophon-Solo bekommen. Da mache ich ja Short, dass wir damit kurz einhören können. Ja, und bis dahin gibt es natürlich hier noch weitere Videos von mir, drunter wieder was zum Chillen. Und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchibärli und Servus.